Ja, Werner, Auftaktniederlage gegen Mattersburg, mittlerweile aufgearbeitet, voller Fokus auf Rapid, oder? Auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr genau aufgearbeitet. Wir haben uns selber an der Nase genommen. Da war vieles dabei, das wir hätten verhindern können und wo wir am Ende vor allem im Zweikampfverhalten dran gescheitert sind. Von dem her Haken drunter. Wir lernen draus und nehmen vieles mit für die nächsten Wochen. Hat es scharfe Worte gebraucht auch zur Mannschaft oder eher aufbauende? Ja, am Ende klare, aber die Mannschaft ist selber mit sich sehr, sehr, sehr streng umgegangen. Das ist auch sehr positiv. Aber wir haben das einfach sauber analysiert und ihnen auch aufgezeigt über die Videoanalyse. Am Ende wusste sie schon, was kommen wird. Und von dem her braucht es da von mir nur einfach eine genaue Analyse und keine scharfen Worte. Wir wollen besser werden. Wir wollen diesen Weg weiter verfolgen, der am Ende auch erfolgreich werden wird. Auswärts jetzt gegen Rapid. Gegen die Hütteldorfer hat es schon mehrere Male geklappt. Rapid liegt uns, oder? Kann man sagen. Ja, in der Statistik schaut es nicht schlecht aus gegen Rapid, vor allem zu Hause. Wir sind jetzt aber auswärts unterwegs, da waren es immer sehr, sehr haarige Partien. Wir konnten immer wieder mal eine gewinnen, aber es musste an so einem Tag alles zusammenpassen. Für das arbeiten wir jetzt die ganze Woche, dass wir am Samstag richtig gutes Gefühl bekommen. Wir freuen uns auch darauf, dass über 20.000 Zuschauer uns zuschauen kommen, um uns zu sehen. Von dem her wird sicher eine sehr, sehr gute Kulisse auf uns warten. Gibt es hinsichtlich Kader irgendwelche Neuerungen auch? Ja, wir hoffen jetzt schon sehr stark diese Woche, dass mit dem Josh Gett, mit dem Kiki Dobras zwei weitere Spieler dazukommen. Der Kader ist im Moment noch sehr, sehr angespannt. Im Training sind wir schon etwas mehr. Da sind wir oft schon 20, 22 Spieler, aber es sind noch nicht alle matchfit. Da braucht es noch ein bisschen Geduld, aber es wird Woche für Woche besser und wir werden uns auch Woche für Woche steigern.